Heute sind wir wieder bei Sennwald Richtung Hoher Kasten unterwegs. Es hat einiges an Schneefall, darum habe ich mir diesen Tag ausgesucht. Allerdings hoffe ich, dass es nicht allzu viel schneit, weil das ist eine Bergstraße, die nicht unterhalten wird und ja, ich hoffe, ich komme da noch runter. Ja, wir haben jetzt ungefähr 6 Uhr und so gegen 8 sollte dann die Sonne aufgehen. Hell wird so um halb 8. Ja, dann machen wir mal, dass wir vorwärts kommen und schauen, was uns erwartet. See ya! Ende Steinschlaggefahr. Dem ist nicht so. In den Bergen ist permanente Steinschlaggefahr. Irgendeine Gemse oder sonst wer kann jederzeit einen Stein lostreten. Es ist einfach Ende erhöhte Steinschlaggefahr. Niemals vergessen. Ich weiß nicht, ob man auf der Kamera auch schon etwas sieht. Muss ich mir dann ansehen. Dank dem Schnee ist es schon ziemlich hell. Braucht man das Licht nicht mehr. Also man bräuchte es auch vorher im Dunkeln nicht, dank dem Schnee. Aber dennoch sieht man die Unebenheiten nicht und dann wird es ein bisschen kompliziert zum Laufen. Man ist ja schließlich verwöhnt.
Einfach nur verrückt, solche Bäume auf einem Felsen drauf. Crazy. Was für ein geiles Wetter. Einfach nur Hammer. Ich hoffe, jeder von euch konnte sowas schon mal genießen. Wir sind wirklich gesegnet hier. Sagen wir mal. Alles, was über 1000 Meter ist. Das ist wunderschön. Ich kann nicht mehr. Aber hey, wow. Die Aussicht ist schon gewaltig. Ein bisschen muss ich noch beißen, dann kann ich ein bisschen ausruhen oben. Dann geht es auch ein bisschen weiter bis zum hohen Kasten. Mal schauen, ob ich das noch mag. Und sonst dann halt eben nicht. Kein Thema. Uff. Und zum hohen Kasten geht es dann hier noch darauf. So. Das wäre die Aussicht. Da komme ich extra hier hoch, zum euch die Aussicht zeigen und dann ist sowas. Boah, auf dieser Seite windet es noch richtig. Haut so richtig rein auf der Haut. Jo. Jetzt weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich gehe noch ein bisschen weiter. Mal schauen, wie es aussieht. Und sonst mache ich mich wieder auf den Rückweg. Thank you.
So, ich habe mir schnell einen geschützten Ort gesucht. Da oben windet es wie Sau und ich bin nicht wirklich ausgerüstet für das. Die Hardshell-Hose anziehen sollen für solche Umstände. Die ist schon ganz gefroren. Und die GoPro hat auch innerhalb von 2 Minuten den ganzen Saft rausgewindet und rausgezogen. Jetzt mache ich mich auf den Rückweg, wechsle noch schnell den Akku von der GoPro. Ja, und dann war's das für heute. Mal schauen, wie oft das mir noch auf die Fresse nimmt beim Runterlaufen. Aber ja, wir werden es erleben. Also, bis nachher. Okay Leute, das war's für heute. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Oh.